Oma Lornoan, da ist direkt die nächste Riesenkrabbe. Damit willkommen zurück hier bei... hallo Jaffa. Damit willkommen zurück hier bei Risen 3. Titan Lords, meine Güte. Geht direkt rasant los hier. Ja, das war wirklich gut so. Ich denke mal, damit können wir ganz zufrieden sein, ja. Und damit kosten wir weiter die ganze Kraft unserer magischen Fertigkeiten aus, hier am Strand von Takarigua. Takarigua. Da, sehr schön. Wir können den Zauber nämlich auch aufladen, durch gedrückt halten der Taste. Ja, tot ist er. Ich finde Jaffa ist ein wahnsinnig sympathischer Begleiter. Und dort hinten sehen wir bereits, dass im Hafen von unserem guten Puerto Sacarigo, nämlich genau da, ebenfalls ein sehr, sehr großes Schiff steht. Ohne zu viel verraten zu wollen, wäre das sicherlich interessant für unsere Flotte, die wir aufbauen wollen. Für die Flotte gegen Crow. Aber noch wissen wir nicht ganz, wem das Schiff gehört. Naheliegend wäre natürlich die Position, die sich ja jetzt im Puerto Sacarigo breit gemacht haben soll, zumindest laut unserem guten Jack, für den wir auch noch eine Aufgabe erfüllen müssen. Also, es gibt hier viel zu tun. Und höchste Priorität hat ja eigentlich der Monolithenstein für unseren Blitzmonolithen auf Taranis. Ja, also ich muss sagen, mit der Magie können wir uns auf jeden Fall gegen die guten Riesenkrabben sehr, sehr gut behaupten. Denn die sind ja dann doch recht chancenlos. Und so kann es gerne weitergehen. Auch ein sehr schöner Effekt übrigens, dass die Magie immer mehrere Gegner angreift. Wir uns nicht nur auf einen konzentrieren, sondern eben auch wie mit Nahkampfangriffen gleich zwei, drei Ziele auf einmal angreifen können. Was natürlich von sehr, sehr großem Vorteil ist. So, komm her, meine Schöne. So. Ja, tot ist er. Die Arme. Muss hier noch rumkullern, obwohl sie bereits leblos ist. Wer sitzt denn da? Das ist ja mal interessant. Pipkin. Was für ein toller Name. Was willst du? Du kommst doch nicht von der Inquisition, oder? Führ mich ruhig ab. Ich habe sowieso nichts mehr. Ganz, ganz ruhig. Ich bin nicht von der Inquisition. Ich bin nicht von der Inquisition. Oh, dann bist du nicht hier, um mich einzusperren. Naja, ich hätte mich schon fast drüber gefreut. Okay, was zum Teufel ist denn mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Schau mich doch an. Ich sitze hier halbnackt in der Pampa. Ich habe alles weggeworfen, als ich vor diesem Scheißmonster geflohen bin. Monster? Ich dachte, dein Problem ist die Inquisition. Die auch. Aber mit der komme ich klar. Wenn dieses geflügelte Mistding mir nicht alle meine Sachen geklaut hätte. Ich wollte doch nur meinen Schatz an einem sicheren Ort vergraben. Woher hätte ich wissen sollen, dass da so ein Vieh wohnt? Geflügelte Mistding, das klingt ja mal interessant. Und wo genau ist dieses Monster? Wo finde ich dein Monster? Keine Ahnung. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Hab in der Hektik einfach alles fallen gelassen, damit ich schneller laufen kann. Wahrscheinlich könnte ich es wiederfinden, wenn ich der Spur meines Krempels folgen würde. Aber das kannst du vergessen. Ich gehe keinen Schritt in die Nähe dieses Viehs. Oh Mann, na gut, dann werde ich eben das Vieh für dich jagen. Du scheinst ja nicht gerade den Mut dafür zu haben. Ich werde das Vieh für dich jagen. Wirklich? Aber warum solltest du das tun? Du hast was von einem Schatz erzählt. Ja, mein Schatz, den ich dort vergraben wollte. Ich sag dir was. Töte das Vieh und bring mir den Inhalt meiner Truhe. Dann machen wir halbe-halbe. Grün hinter den Ohren.
Ja. Warum habe ich so das Gefühl, dass dieses geflügelte Vieh Jaffa nicht den Popel essen? Ah, Jaffa. Warum habe ich so das Gefühl, dass dieses fliegende Vieh, eine deutlich größere Bedrohung darstellt, als man das jetzt interpretieren würde? Messer. Die Spuren führen nach Nordosten. Ah ja. Fernrohr, Gold. Die Spuren führen nach Nordosten. Ja. Gold. 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 Nehmen wir natürlich alles mit hier. Hallo meine lieben Äffchen. Ihr dürft mich gerne angreifen, aber bitte lasst mich erstmal ein Gold sammeln. Hier ist jemand Richtung Norden gegangen. Ja, ich kann der Spur folgen. Das geht schon, mein lieber Held. Ja, und ihr müsst auf jeden Fall zugeben, dass das Wahnsinn ist mit der Magie. Also von der Angriffswirkung her, vor allen Dingen eben auch wegen diesem massiven Flächenschaden, echt der Wahnsinn. So, bevor wir jetzt hier weiter die Gegend erkunden, würde ich tatsächlich gerne erstmal der Spur aus Prüll folgen. Gold, 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 Gold. Käse, Gold, Gold, Banane. Gold, 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 Gold. Es lohnt sich auf jeden Fall. Rum, sehr schön. Die Spur führt weiter nach Nordosten. Ja. Ich folge einfach nur den Münzen. Es sieht schon hübsch aus, oder? Also wie gesagt, der Grafikvergleich nochmal zwischen der alten und der neuen Portierung ist wirklich der helle Wahnsinn. Und ich muss sagen, hier auf Takarigua läuft das Spiel auch deutlich flüssiger als auf zum Beispiel Antigua. Muss ich zugeben. Warzenschweine. Jo, Gegenmagie macht los. Die Spur führt in die Höhle hinein. Ich glaube, wir haben die Höhle unseres Fliegeviehs gefunden. Kristallfackel. Eine Maki-Beere. Und da ist noch ein Warzenschwein. Da geht's hoch zum Leuchtturm. Jo. Gut, so schön formuliert, aber ich würde beinahe sagen, es war sogar besser als gut. Wobei die Magie schon beinahe unfair ist, oder? Also die Gegner sind teilweise wirklich chancenlos. Weil sie gar nicht erst zum Angriff kommen. Was haben wir hier? Eine Schädelblüte. Und noch mehr Gold. Gold ohne Ende. Ich sehe Ghule. Autsch. Autsch. Oh. Oh wei, was machen die hier für Schaden? Autsch. Oh. Oh oh. Oh oh. Boah, die haben aber Schaden gemacht, oder? Wahnsinn. Böse Ghule. Ganz, ganz böse Ghule. Boah, meine Güte. Ghule sind gar nicht gut und es sieht so toll aus. Ich muss echt sagen, also, ja, ich muss auch zugeben, auch Risen 3 Titan Lord spiele ich jetzt zum allerersten Mal mit meiner ganz neuen Aufnahmemethode oder Aufnahmemechanik. Aufnahmeausrüstung, möchte ich beinahe sagen. Daher
In der Qualität, wie ich Risen 3 jetzt gerade vor mir sehe, habe ich es noch nie gesehen. Und glaubt mir, es ist der helle Wahnsinn, der Unterschied. Ich muss auf jeden Fall bald mein Video machen, wo ich euch nochmal meine Aufnahme-Hardware und mein Aufnahmesystem generell vorstelle. Denn es hat sich wirklich viel getan. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Und auch jetzt hier der letzte Schritt vor allen Dingen, der für mich qualitativ vor allen Dingen sehr, sehr viel ausmacht. Für euch gar nicht, aber für mich wahnsinnig viel. Den würde ich euch gerne nochmal vorstellen. Also so schön wie jetzt, seit dem letzten Video, habe ich Risen 3 noch nie gesehen. Wirklich nicht. Okay, hier soll irgendwo dieses Fliegevieh sein. Und ein Lindwurm. Oh. Immun. Ich glaube, der Lindwurm ist recht anspruchsvoll. Also, der grausame Lindwurm ist tatsächlich sehr, sehr grausam. Um das mal ganz pauschal zu sagen. Aber okay. Ein herausforderungswürdiger, ein ehrfürchtiger Gegner. Ich freue mich drauf. Neben den Logbucheinträgen kannst du dir zu aktuellen Aufgaben auch manchmal einige Dialoge anzeigen lassen. Kennt man auch schon aus Gothic früher. Apropos Gothic, Leute. Ich schwebe schon wieder in Erinnerungen. Das waren noch Zeiten, wirklich. Das waren noch Zeiten. Ich sag ja, da sieht man auch selber, wie alt man doch wird. Das hört sich wieder so blöd an, aber als ich Gothic aufgenommen habe, das ist mittlerweile auch schon 4 Jahre her. Ja, jetzt nicht mehr ganz so grün unter den Ohren. Boah, das Schwert ist aber schick, oder? Ich mag das Schwert. Große Beule, kann ich mir vorstellen. Wir können auch gerne jetzt trotzdem noch mal ein wenig mit dem Schwert kämpfen, würde ich beinahe sagen. Oder? Wir haben jetzt so viel mit der Magie gekämpft, das wird doch auf Zeit sicherlich auch ja, ein bisschen eintönig. Und wir können hier unten immer schön zwischen Schwert und Magie hin und her wechseln. Meine Güte. Der Lindwurm ist erledigt. Brot, Spitzhacke, Brot. Spitzhacke. Pipkins Schatz. Sehr schön. Da hat aber viel Gold unterwegs verloren. Ich habe hohe Erwartungen. Ich frag mich, warum da Bananen drin waren. Aber will die Frage gar nicht laut stellen, weil ich die Antwort, glaube ich, gar nicht wissen will. Aber natürlich werden wir die Höhle weiter erkunden. Auch wenn hier jetzt natürlich der Lindwurm direkt am Anfang war, ist natürlich die Frage, was wartet noch weiter im Höhleninneren auf uns? Termitenkrieger. Ja, wir haben natürlich mit Jaffa jetzt einen großen Nachteil. Wir werden nicht mehr geheilt. Aber das sollten wir auch mal hier auf Takarigua durchhalten können. Mit 281 Mal Proviant. Und hier haben wir Eisenerz. Sehr schön. Apropos Eisenerz, wir müssen auch noch einmal nach Kalador. Und dort ein wenig Stahl für unseren guten Gordon besorgen. Auch das könnten wir dann erledigen, bevor wir
nach Taranis zurückkehren, dass wir dann auf einmal alle Aufgaben abgeben können. Sollte sich relativ gut anbieten. Und in der Höhle hier musste man, glaube ich, etwas sammeln damals in Risen 2. Genau die gleiche Höhle haben wir damals schon mal durchquert. Mit dem alten Helden. Und da war die Aufgabe, hier irgendetwas für Jack zu sammeln. Das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Da ist eine Falle. Aber kein Problem für uns. Hör auf damit. Hör auf damit. Böse Grabspinne. So, was haben wir hier? Ein Teleportstein. Juhu. Ein Krug, ein Messer. Ein Krug, ein Silberbecher. Ein schwerer Goldsack. Perfekt. Holtbys Truhe. Ah ja. Diebesgut. Allerlei Wertsachen. Einige tragen den Namen Jack. Ah, jetzt sollten wir was gegen Holtby in der Hand haben. Und der Wasserlauf sieht auch schön aus. Das ist ja interessant. Der gute Holtby, der Inquisitor, der oben den Leuchtturm besetzt, hat also Diebesgut in seiner Truhe. Ich frage mich, wie der an dem Lindwurm vorbeigekommen ist. Aber ich denke mal, die Frage tut hier nicht zur Sache. Das ist ja aber interessant, oder? Ich denke mal, damit haben wir jetzt auch ein Mittel gegen Holtby gefunden. Das ist ja mal äußerst interessant. Die diebische Truppe der Inquisition. Zumindest was Holtby betrifft. Da würde ich glatt sagen, speichern wir einmal kurz und gehen mal ganz schnell hoch und bestatten ihn. Und statten ihm meinen Besuch ab. Ich bin gespannt, was er dazu sagen wird. Und vor allen Dingen sollten wir so für Jack ganz, ganz schnell den Leuchtturm räumen können. Denn ich meine, wenn Holtby spitz kriegt, dass wir sein Diebesgut gefunden haben, dann muss er natürlich direkt um seinen Ruf bei der Inquisition fürchten. Und das sollte ihm gar nicht gefallen. Jacks Leuchtturm. Hey du, angetreten, aber ein bisschen flott. Glaubst wohl, du könntest dich hier so durchmogeln, was? Geht's auch freundlicher? Du, werd bloß nicht frech, Freundchen. Sonst blüht dir das gleiche wie Jack, dem Leuchtturmwärter. Oh Mann, das war eine direkte Drohung. Ja, was willst du denn von mir? Ich meine, warum so ein Auftreten? Also gut, was willst du von mir? Schon besser, schnapp dir einen Besen. Ich will, dass du diesen Saustall von Turm auf Hochglanz bringst. Okay. Ja, im Sinne unserer Seele sage ich mal ja. Wobei das natürlich eigentlich vom Auftritt her von Tenner das allerletzte ist. Aber wie gesagt, für den Seelenwert. Klar, mache ich doch gerne. Das heißt zu Befehl. Für Tagelöhner wie dich gibt's eh keine bessere Arbeit. Jetzt mach dich gefälligst an die Arbeit. Gegen Dingi arbeitet Jaffa gerne. Da hörst du's. Der Kleine weiß, was los ist. Schon mal daran gedacht, weniger dick aufzutragen. Das wäre eine ganz, ganz gute Idee, wie ich finde. Aber erstmal fragen, ob er unser Lehrer sein möchte. Kannst du mir etwas beibringen? Nur wenn die Kasse stimmt. Einschüchtern. Einschüchtern plus 10. Untotenschlechter. 500, das machen wir. Zusätzlichen Schaden gegen Untote. Ja, warum nicht? Bring mir bei, wie ich Untoten mehr Schaden zufügen kann. Natürlich, kein Problem. Dankeschön. Du machst mächtig Eindruck, so viel Eindruck, dass dir der Ärger aus dem Weg geht. Steigert Einschüchtern um 10, ja, aber kostet viel. Jaffa mag diesen Turm, Captain. Besser als miefige Knohöhle. Ja, der Turm ist wirklich schön. Wir können hier mal ein bisschen was trinken, würde ich sagen. So, Holtby, zu dir komme ich gleich.
Löffel. Gabel. Holtbys Tagebuch. Verräterische Notizen. Okay, das war aber ziemlich schlecht bewacht dafür, dass es scheinbar so wichtig sein soll. Holtbys Notizen. Wir haben zu viel Zeug dabei. Hä? Das ist ja mal merkwürdig. Ah. Holtbys privaten Aufzeichnungen lässt Rückschlüsse zu, dass er Jacks Turm geplündert hat. Habe heute wieder mal großen Hausputz vorgenommen und den Leuchtturmwärter Jack um sein Hab und Gut erleichtert. Naja, Rückschlüsse, das ist schon ziemlich eindeutig, würde ich sagen. Der ganze Krempel liegt schön versteckt in meiner Truhe. Leider ist ihr Schloss kaputt, sodass jeder Arsch sie ohne Probleme öffnen kann. Aber da sie in der Höhle unter dem Leuchtturm gut versteckt ist, findet sie eh kein Schwein. Ja, wir haben sie gefunden, zufällig. Holtby, du solltest öfters Befehle zu deinem Gunsten auslegen, dann bist du ein gemachter Mann. Tja, nur wir haben leider Siebesgut und das sollte ihn auf jeden Fall davon überzeugen, ja, das Weite zu suchen, da wir sonst Meldung machen könnten. Besen. Voodoo-Puppe, Krug, Krug, altes Wissen. Und noch ein Teleportstein, das darf ja nicht wahr sein. Okay. Ja, Tanner. Schon mal daran gedacht, weniger dick aufzutragen? Jetzt komm mir nicht so. Mit deinem Gelaber kannst du vielleicht bei einer Hafenbraut Eindruck schinden. Aber nicht bei mir. Also, nimm diese paar Münzen und sieh zu, dass du eine Schulter zum Ausheulen findest. Hauptsache, du gehst mir nicht auf den Sack. Dankeschön. Hast du schon mal richtig was aufs Maul bekommen? Dir juckt wohl das Fell, wie? So ein Schluck Wasser wie du hat doch gar nicht das Zeug dazu. Ich denke, ich gebe dir mal was auf die Fresse. Du? Das wird ein Spaß. Komm her. Jetzt tu endlich was! Boah, es war knapp. Beinahe Holtby angegriffen. Naja. Also es hätte ja auch spannend werden können. Das war jetzt ein recht unspektakulärer Kampf, aber daran sind wir nicht schuld. Nicht wahr, Tanner? Mann, mir brummt der Schädel. Hau bloß ab. Mein Captain ist der Größte. Ab jetzt tust du, was ich sage, sonst... Ist ja schon gut. Spiel dich nicht so auf. Du bringst jetzt den Leuchtturm auf Hochglanz. Wer den Schaden hat... Der braucht für weitere Arschtritte nicht zu sorgen. Na los, ich will den Staub wirbeln sehen. Wäre ich bloß im Bett geblieben. Für wahr. Aber ich würde sagen, verschwinde hier. Jack soll sein Leuchtturm wiederbekommen. Du bist Jacks Ablösung. Ab an den Strand mit dir. Und wenn ich nicht will? Ich hab dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Zum Strand, aber im Laufschritt. Ja. Dann muss ich deine Fresse wenigstens nicht mehr ertragen. Ach, Tanner. Ärsche treten eins von zwei. Okay, ja, bleibt noch Holtby. Hey, Zivilist. Hast du dich verlaufen? Ich sehe mich nur um. Umsehen ist nicht. Hier ist Kriegsgebiet. Sehe ich aus wie ein Zivilist? Das glaube ich eher weniger. Dankeschön. Kriegsgebiet? Hier scheint alles ruhig zu sein. Ach, was... Dann sieh dich mal weiter im Osten um. Ich sag dir, da brennt der Busch. Ja, dann geh doch in den Osten und helf da. Warum bist du hier und nicht im Osten? Weil Tanner dem Leuchtturmwärter Jack ein paar Tritte in den Arsch verpasst hat. Soll der sich doch darum kümmern. Ihr scheint eure Befehle ja sehr ernst zu nehmen. Tue nichts, was andere besser für dich tun können. Das ist aber ein ziemlich feiges Motto, muss ich sagen. Wie viele Soldaten seid ihr auf Takarigua? Der Großteil unserer Einheit ist in Puerto Sacarico stationiert. Und von dem Frischfleisch, das mit Kommandant Sebastiano und uns ankam, ist nicht mehr viel übrig.
aber um die ist es nicht schade. Neulinge haben's einfach nicht drauf. Ja, vielleicht bist du ja auch nur ein Neuling, mein Lieber. Na gut, ja, und was machst du hier oben, außer was, außer Wache schieben und dich blöd gegen die Wand zu lehnen? Was machst du hier oben, außer Wache schieben? Für meinen Ruhestand sorgen. Bitte was? Da fängst an zu grübeln, was? Denk mal drüber nach. Ja, das brauche ich gar nicht mehr, denn ich bin ja schon längst auf die Schliche gekommen, mein Freund. Ich werde dir schon auf die Schliche kommen. Oh, viel Spaß dabei. Ich hab dein Tagebuch und die Beute. Fang an zu reden. Oh, verdammt! Okay, ich geb's zu. Ich hab Jack bestohlen. Und was hast du jetzt vor? Meldung machen, Taschenkontrolle. Da du so begeistert Tagebuch führst, schreibst du einen Aufsatz über mein und dein. Das wäre nicht schon beinahe... Ich find's... Ich mach das jetzt einfach. Na komm. Da du so begeistert Tagebuch führst, schreib einen Aufsatz über mein und dein. Immer schön nachtreten, wie? Ich denke, ich weiß was Besseres. Das ist alles Gold, was ich habe. Damit sind wir quitt. Abgemacht? Die Entscheidung überlässt du mir. Neuer Befehl, Mangroven bewachen. Aber du hast doch... dir soeben einen Befehl erteilt. Abmarsch. Was denkt der denn, so ein Vollidiot? Rotfleisch, einmal. Na super. Schmerztöter, Schaufel, Makibeere. Sehr, sehr schön. Und ein Teleporter, Leuchtturm. Geht doch. Perfekt. Unser erster Teleporter. Teleporter des Leuchtturms. Ja, ja. Oh, was haben wir denn da? Eine Ratte natürlich, eine Schädelblüte, eine verschlossene Kiste. Ach, darf ja nicht wahr sein. Ja, aber schon anspruchsvoll. Brot und Gold. Einmal Rost, eine Doppelbüchse. Aha, eine Feuerblume. Tja, Umsehen wird belohnt. Und der Leuchtturm ist echt schön, oder? Man kommt ja leider nicht nach oben. Eine Schatzkarte. Der Schatz im toten Land von Takarigua. Ja, das interessiert uns erstmal noch nicht. Das machen wir dann später. Da würde ich sagen, auf geht's zu Jack. Denn der wird sich sicherlich darüber freuen, dass wir hier seinen Leuchtturm gesäubert haben. Das heißt, hier die Ecke haben wir schon erkundet. Bleibt noch hier das. Ja, ja. Takarigua. Eine sehr schöne Insel, die vor allen Dingen sehr, sehr viel Raum und Platz zu erkunden bietet. Und nicht direkt mit Dialogen um sich wirft. Finde ich sehr schön. Und auch mal eine gute Abwechslung. Aber okay. Hier stehen unsere drei Freunde. Jack. Was dein Soldatenproblem angeht. Du kannst wieder zurück zum Leuchtturm. Dachte, ich werde die zwei nie los. Dank dir, mein Junge. Endlich kein Sand mehr in den Stiefeln. Da, das sollst du haben. Hier. Das hatte Holtby dir gestohlen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Das ist für dich. In deinen Taschen ist es mir lieber als in seinen. Dankeschön. Jack, du bist echt sympathisch. Was sagen eigentlich unsere Werte? Zeig mal her. Barmherzig 97, 5300 Goldmünzen, 19.000 Ruhm. Ja, unser Ruhm wächst auch wieder langsam, aber sicher. Wir haben natürlich sehr, sehr viel ausgelegt, um unsere Magie zu verbessern, aber ich denke mal, das hat sich auch gelohnt. Denn unsere Magiewerte können sich mittlerweile tatsächlich sehen lassen. So. Hallo, Pipkin. Dein Monster ist Geschichte. Sehr gut. Was ist mit meinem Schatz? Hast du den Kram aus meiner Truhe? Ja, ich habe deinen Schatz.
Sehr gut. Dann erzähl mal, was du alles noch gefunden hast. Wegen deinem Schatz. Ja, ich will auch gar nicht lügen. Ich habe Grog gefunden. Wunderbar. Her damit. Hier hast du ihn. Den habe ich schon vermisst. Sehr gut. Danke. Wegen deinem Schatz. Ich habe Gold gefunden. Hätte nicht gedacht, dass du das zugibst. Da hast du dein Gold. Ich hätte wetten können, es ist verschwunden. Bist eine echt ehrliche Haut. Wegen deinem Schatz. Ich habe Rum gefunden. Damit sieht die Welt gleich besser aus. Gibst du ihn mir? Den Rum kannst du haben. Sehr gut. Dann kann ich mich heute ordentlich zugießen. Du hast mir alles wiedergebracht, was in meiner Truhe war. Da waren noch Bananen. Ach, da habe ich sie gelassen. Die kannst du ruhig behalten. Ich halte mein Wort. Hier hast du die Hälfte von dem ganzen Krempel. Vielen Dank nochmal. Seht ihr? Und genau so löst man eine Aufgabe. Ich war bereit, alles abzugeben und gar keine Belohnung zu erhalten, habe mich aber auf seinen guten Willen verlassen und wurde nachher auch nicht enttäuscht, denn er hat sein Wort gehalten und uns tatsächlich die Hälfte abgegeben. Bitte wisst, Spiel speichern, habe ich gesagt. Okay. Das ist ja merkwürdig. Na gut. Ja, wie gesagt, ich war bereit, das Risiko einzugehen und gar nichts zu erhalten, aber wurde letztlich nicht enttäuscht, mich auf ihn verlassen zu haben. Autsch, autsch. Jo, es hat ganz gut funktioniert mal wieder. So, da sind noch weitere Affen. Da oben ist der Turm, da ist die Höhle. Das Gebiet hier ist jetzt natürlich recht weitläufig, möchte ich beinahe behaupten. Denn wir haben hier jetzt natürlich diesen großen Wasserlauf, die große Strandfläche und gleichermaßen hier noch einen großen Dschungelabschnitt. Da sich alles zu dieser wunderschönen Insel zusammenfügt. Ich mag Takarigua. Auch damals in Risen 2 schon. War das erste richtig große Highlight. Da ist die Hängebrücke, die hinter dem Teleporter war. Und eine Menge Scavenger. Die jetzt keine ganz so große Bedrohung mehr darstellen. Ja, was sehr schön ist, ist, dass jeder Scavenger im Nachhinein einmal Proviant verliert, aber von der Stärke her kein Proviant kostet. Maki-Bären, auch gleich ein Proviant, super. Was sagt die Karte? Ihr seht das hier, hier geht eine Art Höhle rein oder sowas in der Richtung. Und hier haben wir dann die Schädelhöhle. Gehen wir mal hier hoch in Richtung dieser Höhle. Ein Sumpfgolem, der eine Kiste bewacht. Autsch. Aber auch Sumpfgolems haben gegen die Magie letztlich gar keine Chance. Eine Kiste mit 90er. Oh, wow, wow, wow. Okay, das ist aber lächerlich. Dafür aber sehr, sehr einfach. Geflammte Klinge. Ewige Flamme. Magisches Feuer und scharfer Stahl bilden eine tödliche Einheit. Eine Stichwaffe. Boah.
Die würde ich aber gerne haben. Schnaps des Todes. Gargoyle-Amulett. Können wir sogar herstellen. Das hat sich ja mal gelohnt. Und das Schwert will ich aber auf jeden Fall aufwerten, denn das hört sich sehr, sehr interessant an. Geflammte Klinge und dann ewige Flamme. Nicht schlecht, meine Güte. Schicke Waffe. Ja, und dann sind wir beinahe gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Also es geht blitzschnell hier mit dem Schaden. Wir spielen natürlich auch auf schwer, aber trotzdem, es ist immer Vorsicht geboten hier bei Risen. Vor allen Dingen auf einem solch hohen Schwierigkeitsgrad. Da haben wir einen Inquisitionssoldaten. Und hier haben wir eine Geisterblume und da eine Schädelblüte. Obacht, Obacht hier bei Risen 3. Von der Schwierigkeit her ist das wirklich super. Es macht wirklich Spaß und es muss auch so schwer sein. Das finde ich super. Wie gesagt, ich suche ja die Herausforderung und habe schon beinahe das Gefühl, das Spiel gemeistert zu haben. Denn wir kommen mittlerweile doch schon recht gut gegen die Gegner klar oder gegen die Gegner an. Und ja, ich denke mal, die wirklich kritische, schwierige Phase haben wir beinahe überstanden. Ja, das hat gut geklappt. Ganz genau, Jaffa. So, da vorne wartet ja einer der Inquisition auf uns. So viel zum Ghoul. Hier haben wir eine Schädelblüte. Und hier haben wir ein Schafauge. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir herausfinden, was es hier mit dem Inquisitionssoldaten auf sich hat. Das sollte interessant sein, denn der wartet hier direkt auf dem Weg zur Schädelhöhle, die ich mir auf jeden Fall dann beim nächsten Mal gerne mit euch ansehen würde. Auch wenn da vielleicht schon der Schattenlord wartet, wage ich zu behaupten, dass wir durchaus stark genug sind, um diesen zu besiegen. Aber das erst beim nächsten Mal hier bei Risen 3 Titan Lords. Ich freue mich drauf, sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann hier von Takarigua. Risen.